Hallöle, liebe Leute. Es geht weiter bei 1860 in unserer Karriere. Immer noch Erster, immer noch gut auf dem Weg. 7 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Which is nice. Nicht-Abstiegsplatz vor allem, der ist 7 Punkte weg, ich glaube nicht. Der ist ein bisschen weiter weg. 10 Punkte hat Kaiserslautern. Ich meinte natürlich einen Nicht-Aufstiegsplatz. Ist aber auch ein komisches Wort, habe ich glaube ich so auch noch nicht gehört. Ja, wie auch immer, läuft auf jeden Fall super. Stimmt, wir hatten ja das Training hier umgestellt auf unsere Jugendspieler. Ich habe jetzt schon etwas, länger nicht mehr gespielt, weil die Uni mich gerade wieder leider ziemlich hart rannimmt. Aber jetzt habe ich mir einfach mal die Zeit genommen und mach mal ein Spielchen. Aha, 2 Wochen Pause. Das hier war ein 2 zu 1, genau. Das heißt, wir können jetzt hier mal ein bisschen pausieren. In der Zwischenzeit habe ich gerade eben gesehen, als ich das Spiel aufgemacht habe, kamen tatsächlich ein paar Patches von EA. Und vielleicht war da der Entscheidende dabei, damit wir nicht mehr dieses komische Knistern haben. Dennis Buanga. Du bist zu teuer, lieber Dennis Buanga. Schade eigentlich. Ja, da gucke ich mich nochmal in Ruhe durch. Meh. Noch mehr meh. Okay. Kann man sich mal merken, weil der Vertrag ausläuft. Das ist eigentlich ganz gut. Piers Waring. Japanisch der Name ever. Nochmal Training. Nein. Ja, egal. Das sollte natürlich eh simuliert werden. Yes, thanks. Ja. Wir haben, wo ich gerade hier den Bohnmann sehe, das Problem, dass wir ziemlich viele Gegentore kriegen. Das andere Problem ist, ja gut, okay. Ja. Ist halt auch ein bisschen kleiner. Aber ich bin trotzdem mal dafür, dem Hiller eine Chance zu geben, wie ja auch von euch gewünscht wurde. Können wir einfach mal gucken, ob der den Laden ein bisschen besser, ja, sauber halten kann. Naja. Kann man sich auch mal merken, aber ich glaube eher weniger. Wie gesagt, das mache ich mal in Ruhe. Ich mache jetzt einfach hier das Spiel. Und ja, ansonsten, Jungs sind wir jetzt natürlich topfit. Hatten jetzt auch ausreichend Pause, bevor es jetzt gegen Braunschweig geht. Vor ein paar Jahren noch ein Zweitliga-Duell. Alliert und Ziereis. Ist es mal wieder Zeit für Grimaldi? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Hiller kommt jetzt auf jeden Fall mal rein. Ansonsten so feuerfrei, wie es da gerade ist, würde ich sagen, ha? Oder wir machen mal was ganz Verrücktes und schmeißen Kager in den Sturm. Das kann er nämlich sogar. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Banku startet dafür auf dem linken Flügel. Und wir haben ja immer noch Grimaldi in der Hinterhand, falls es schief geht. So sieht das dann hoffentlich gleich nicht aus. Zuschauer in diesem Moment hier. Ah, ich dachte schon. Das wäre es jetzt aber auch gewesen hier. Da sind die Zuschauer. Und knistern? Ich glaube, ich höre kein Knistern. Wow. Das ist ja mal erfreulich, dass EA auch mal was fixt, was nicht richtig funktioniert. Das ist neu. Das ist echt super. Hein Jupkes ist not impressed. Offensichtlich. So. Ich hätte eigentlich noch mal gern die Tabelle gesehen.
Aber die kommt anscheinend nur zu ausgewählten Spielen, weil jetzt ist sie wieder nicht da. Ich verstehe das nicht so ganz. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Aber egal. Hauptsache, wir sind da und gewinnen jetzt dieses Spiel hier. Mit Cafaro und dem ersten Ballverlust fast. Aber Elliot kann den Ball wieder sichern. Der war doof, der Pass. Der war richtig doof. Das habe ich direkt gemerkt, dass der nicht ankommen wird. Aufpassen jetzt. Ja, okay. Wichtig. Im allerletzten Moment. Ja, genau, Peitz. Der sollte natürlich dahin und nicht runter. Oh. Und Hiller macht seinen Job schon mal gut. Bis dahin. Wow. Wenn du den... Schade. Da hat man da schon mal so einen Riesen und dann in dem Moment wäre es halt wirklich wichtig gewesen. Aber gut. Schöner Ball von Cafaro raus auf Lex. Das war kreativ. Dass er den so rumspielt, okay. Nice Idee, aber hat nicht geklappt, leider. So. Oh, und Hiller ist wieder aufmerksam. Ist immer schön zu sehen. Ja, und ich spiele gerade richtig schön sichere Bälle. Das ist hervorragend. Amundsen. Ja, Salah ist im Weg. Okay. Steht schon mal fest, dass Braunschweig richtig Bock hat. Die machen nämlich richtig Druck. Oh Mann! Was ist das denn für ein Pass? Kann ich halt auch nichts machen, wenn da so ein Pass kommt. So, jetzt Banku. Ja. Das ist gerade bis jetzt noch ziemlicher Käse. Elliot zieht hier Fürstner fast die Beine weg. Das wäre eine safe gelbe Karte gewesen. Steinhardt holt den Ball super zurück. So, und jetzt geht's auf einmal ganz schnell, oder was? Hier ist Lex. Gut, Cafaro, Banku. Wow! So musst du den erstmal daneben trimmern. Bam! Ja, also an Geschwindigkeit hat es nicht gemangelt. Merken wir uns. Banku, Direktabschluss. Oh, Kager. Kager und Lex. Das Flügel-Traum-Duo. Und dann spitzelt er den richtig schön rein, aber leider richtig ungenau. Peitsch stolpert über Putaro. Und ich krieg ihn nicht ausgewählt und jetzt... Toll. Ja, danke, FIFA. Oh mein Gott. Irgendwie kommt Putaro da sogar zum Abschluss. Aber geht zum Glück ziemlich weit vorbei. Jetzt springt mich zum Kopfball hoch. Ja, Peitz, irgendwie so... Präzision ist auch nicht deins heute, gell? So, Elliot. Du Kacke. Ist das eng hier? Da, nimm du ihn mal. Für mehr Variabilität, was? Im Angriff. Lex ist schnell. Und dribbelstark. Macht er super. Und dann so eine Flanke. Elliot ist wütend. Komm schon. Kriegt es nicht hin, sich den Ball zu holen. Aber Banku ist aufmerksam. Das ist eine Unverschämtheit. Den kann man doch nicht einfach so spielen. So, jetzt sind sie bei uns im Strafraum. Boah. Glück gehabt, Peitz. Das hätte auch böse ausgehen können. So, und wir kriegen das Spiel jetzt hoffentlich schnell. So nicht, liebe Freunde.
Das ist bis jetzt ziemliche Grütze, leider. Oh, Mann. Es ist so knapp die ganze Zeit. Und wir können echt froh sein, dass Braunschweig spielen kann. Was ist denn los, sag mal? Was habt ihr gemacht, die 2 Wochen, wo ihr frei hattet? Okay. Ja, okay, schenk ihm halt noch mehr. Ach du Kacke. Können wir jetzt bitte mal aufhören? Zieh. Lass es doch laufen, ich bin doch vor ihm am Ball. Sei denn, du gibst ihm jetzt rot. Ja, toll. Das nützt doch auch nichts. Krampf. Starke Parade von Hiller. Kann man nicht anders sagen. Richtig stark gehalten. Banku gegen Becker. Jo, das ist richtig stark verteidigt leider von Becker. Da hat er keine Chance, irgendwas mit dem Ball anzufangen. Und jetzt haben wir Glück, dass der Ball ungenau kommt. Boah. Ja, wohin damit? Hm? Banku! Banku! Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Da, Ecke. Foul. Von... Ja, okay. Klares Foul, habe ich genauso gesehen. Völlig verdient. Das heißt, jetzt kommt unsere Chance. Ich finde, das war eher ein Foul als das andere, aber okay. Exklusive Meinung. Ja, und Braunschweig überrennt uns gerade. Und zum Glück ist Peitz so eager am Verteidigen. Der ist optimistisch. Könnte aber gehen. Ach, dieser Becker ist saustark. Ja, und das war eine sehr kämpferische erste Halbzeit. Da ging es zusammen, Freunde. Das muss noch ein bisschen besser werden. Haben jetzt zum Glück noch eine Halbzeit dafür. Aber was ändern? Ja, ich glaube, ich lasse es erstmal so. Aber so wirklich die Durchschlagskraft ist noch nicht da. Ich stell's mal auf offensiv, hm? Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht gibt's ja dann ein bisschen mehr Mobilität. Lauflex. Ja, und bei so einem Pass kannst du halt auch gerade stehen bleiben. Ich meine, klar, Elliot ist jetzt nicht der Passgeber. Aber einfach mal so ein Bällchen schlagen sollte doch wohl eigentlich möglich sein, oder? Peitz. Gierig. Und dann kriegen wir so. Kager steht ziemlich neben sich, leider. Ist der erste Kandidat zum Auswechseln, wenn das so weiterläuft. Ein bisschen gebe ich ihm noch. Aber noch nicht eine gute Aktion, leider. Ist natürlich auch. Obwohl, die Position ist sogar gelistet bei ihm. Also sollte er damit ein bisschen familiar sein, zumindest. Aber da kommt ja bis jetzt noch gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. So, das ist mal ein vernünftiger Ball. Den kriegt er auch gerade wieder zurück. Stark Cafaro. Und wieder dieser Becker. Aber Cafaro gibt nicht nach dieses Mal. Das Problem ist, Becker leider auch nicht. Okay. Kager immens defensiv. Genauso wie Elliot. Und dann aus dem Nichts so ein Kracher an den Pfosten. Was ist denn da los? Das erklärt's natürlich. Deswegen ist jetzt hier alles durcheinander. Ich verstehe. Okay. Ich wechsle bei der Gelegenheit gerade mal ein bisschen. Ich hätte hier tatsächlich gerne mal Abruscha. Wollen wir das mal versuchen? Ne, wollen wir nicht.
Das ist mir gerade zu riskant. Und so. Hab ich jetzt alles kaputt gemacht. Irgendwas stand da gerade mit bestätigt. Da kam auch irgendwas in dem Update jetzt raus mit den Strategien. Muss ich nochmal genauer gucken. Webe auf einmal. So, jetzt kommt doch allmählich ein bisschen Gefahr. Oh, Elliot, halt doch deinen Kopf rein. Ärgerlich. Wäre vielleicht was drin gewesen. Kaga im ZOM. Eine Position, die nicht gelistet ist bei ihm. Aber wo er bis jetzt trotzdem eigentlich immer ganz gut gespielt hat. Danku hat eine Idee, aber... hilft ihm leider keiner. Jetzt kommt er wieder. Banku. Banku! Abschluss, Boy. Was ist los? Sehr grässlich. Aber schön rausgespielt, immerhin. Ja, gibt er mir recht. Den kriegen wir auch wieder geschenkt. Ziehe Eis mit einer miserablen Annahme. Geht aber zum Glück gut. Ja, lauf doch weiter, Ziereis. Das war doch super. Oh ja, Elliot! Und er ist drin. Und er ist drin, dieser Elliot. Knallt den irgendwie aufs Tor mit dem Kopf. Da vorne gerade... so wichtig. Schön von Ziereis und... ja, gut. Klarer Torwartfehler. Aus der Distanz schwer, aber... wenn er sich da nicht so dumm fallen lässt, dann hat er ihn einfach. Dann kriegt er ihn in die Arme... aber das ist uns recht... sein 9. Tor schon. Wahnsinn. Richtig gut. So, und jetzt muss Braunschweig was zeigen. Jawohl, Kager. Genau so. Ah, schade. Schade, schade. Aber eigentlich gut gespielt. Ist das der Philipp Hofmann, der mal in der U-Nationalmannschaft war und eigentlich ein vielversprechendes Talent war? Oha! Was? Werden wir gleich sehen. If so, hat er jetzt ziemliche Strubbelhaare. Was hat er denn bitte für ein cooler Tor? Hm? Ja, kann man mal so machen. Weiß nicht, wo das Tor steht. Zieht einfach mal ab. Oh, und dann ist Kaga am Ball. Der Torinstinkt. Ich nehme an, es ist Philipp Hofmann. Der war doof. Was? Was macht der für Dinge, der Hofmann? So von seinem Fuß wegspringen? Alter, ist Braunschweig gerade offensiv? Das ist ja brutal. Haben die da viele Leute vorne stehen? Oh, ist der frei! Mann! Okay. Hier ist noch überhaupt nichts entschieden. Ganz eindeutig. Nach rausspielen auf Salah. Super. Top. Jawohl, Jungs. Das ist richtig stark. Super Lauf von Salah. Wird fast noch zu Fall gebracht da. Und CS weiß genau, wo er da stehen muss. Boah, war das knapp. Bis an die Grundlinie und dann in den Rücken der Abwehr. Direkt die Antwort. Okay. 3 Tore in 10 Minuten. Geht ab. Banku kommt wieder ein bisschen zu spät. Gnark. Der rechte Flügel ist ganz offen. Oh, Lex kriegt er nicht. Schade.
Dafür wirst du erstmal ausgewechselt. Stellen wir da doch einfach mal den Wilsch hin, hm? Because why the hell not? Wir brauchen jemanden, der da jetzt richtig viel Betrieb macht, viel läuft, und Hilsch hat ja eine hohe Arbeitsquote. Arbeitsrate. Arbeits, was auch immer. Einstellung. Und auch jetzt. Und auch richtig schön kontern, weil Braunschweig so offensiv ist. Wow! Das wollte ich jetzt nicht in der Form. Das schon eher. Direkt weiterspielen. Komm schon. Zieh Eis. 1 gegen 1 gegen den Torwart. Das magst du nicht, ich weiß. Mach ihn einfach rein. Yes! Yeah! Er kann es ja doch. Aber auch nur, weil der Torwart es wieder verkackt. Bam! Ja. Und zwar hart. Aber nochmal sei es gesagt, es soll uns recht sein. Schon 5 Tore tatsächlich. Grimaldi sitzt draußen auf der Bank und denkt sich, grrr. Den werde ich demnächst mal wieder bringen und dann will ich aber auch was sehen. Okay, Wilsch. Hä? Ich dachte eigentlich, das sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus, aber gut. Nein, im letzten Moment lässt sich Steinhatter den Ball. Lell. Sau stark. Doch nicht so. Ja, gut. Ich glaube, Banku kriegt auch mal wieder eine Pause. Der rechtfertigt seine Startaufstellung nämlich nicht zu dem Extent, den ich gerne hätte. Abseits. Schade. Hätte was vielleicht entstehen können, was kontermäßiges. Hat Braunschweig jetzt seinen Schicksal akzeptiert oder was? Da war doch eine Lücke. Ich hab doch da eine Lücke gesehen. Nein. Oh, und Bulut haut ihn zum Glück drüber. Das sollte doch jetzt eigentlich reichen. Stark, Kager. Jetzt leistet er wenigstens wieder was. Voll, Junge. Jetzt hat er wenigstens Bock. Und jetzt ist das Mittelfeld auch offen. Jetzt schauen wir mal, was sich ergibt. Gar nichts. Das heißt, wir zahlen nochmal ab. Und dazu kommen wir nicht. Ja, gut. Dann eben zu Wilsch. Steinhart. Stark. Early. Hohes Bein. Alter. Mal! Das war wohl das höchste Bein aller Beine. Aber was soll's? Jawoll! Fight gewonnen. Woo! Yeah! Danke! Ja, Hofmann. Trotzdem sehr schönes Tor, aber puh, hartes Stück Arbeit. Ah. Was ein Foul. Den Schuss würde ich gerne nochmal sehen. Von Elliot. Boah. Der hat es auch in sich auf jeden Fall. Und wir sehen in den Statistiken. Geht okay. 0-2 Kämpfe für Braunschweig. Okay. Naja. Was soll's. Ist mir recht. Mittlerweile sind es 8 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Haha. Gibt's dafür einen auf einen Platz, der nicht am Aufstiegsrennen beteiligt ist? Aufstiegsrennen ist ja nicht mehr. Nein, ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen.
Hiller hat einen besseren Eindruck gemacht als Bohnmann, wo ich ihn gerade hier sehe. Das heißt, ich schmeiße den jetzt hier auch mal aus dem Training, bevor ich das vergesse. Geh weg. Taniguchi. Ja, machen wir jetzt einfach mal. So. Und, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte verzeiht, wenn das jetzt hier nicht mehr alles täglich kommt, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen eingespannt mit Uni, aber ich gebe mir Mühe, dass es relativ regelmäßig kommt. Und ja, wir sehen uns dann einfach zur nächsten Folge. Dann geht es gegen Sonnenhof Groß Asbach. Aha. So. Alles klar. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.